Hallo zusammen, Wurzel aus 25% ist gleich 50%. Kann das richtig sein? Müsste da nicht 5% herauskommen? Und wenn die 50% richtig wären, ist das sinnvoll? Um diese beiden Fragen geht es, diese beiden Fragen wollen wir in diesem Video klären. Wurzel aus 25%. Zunächst einmal ist wichtig, dass wir uns klar machen, dass Prozent für ein Hundertstel steht. Das heißt, wir können auch schreiben 25 mal ein Hundertstel. Also Prozent, das steht für ein Hundertstel. Und ja, wenn wir jetzt einmal uns das weiter anschauen, dann können wir die 25 uns auch als 25 Eintel denken. Und jetzt müssen wir zwei Brüche miteinander multiplizieren, also 25 Eintel mal ein Hundertstel. Und ihr wisst natürlich, wir müssen jetzt Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner rechnen. Das heißt, wir erhalten die Wurzel aus 25 ein Hundertstel. Und wenn wir jetzt die Wurzel aus 25 ein Hundertstel berechnen wollen, also die Wurzel aus einem Bruch, dann müssen wir die Wurzel aus dem Zähler ziehen und wir müssen die Wurzel aus dem Nenner ziehen. Das heißt, wir rechnen also Wurzel 25 durch Wurzel 100. Naja, die Wurzel aus 25, das ergibt 5 und die Wurzel aus 100, das sind 10. Und jetzt machen wir mal noch Folgendes, und zwar erweitern wir diesen Bruch mal noch mit 10. Das bedeutet also, wir müssen dann den Zähler mit 10 multiplizieren und auch den Nenner. Und wir erhalten dann 50 Einhundertstel. Und ja, jetzt können wir diese 50 Einhundertstel auch wieder schreiben als 50 mal Einhundertstel. Und wir wissen jetzt schon, ein Hundertstel, das steht ja auch für Prozent. Das heißt, das wiederum können wir schreiben als 50%. Und damit haben wir gezeigt, dass das Ergebnis auf jeden Fall schon mal mathematisch richtig ist. Die Wurzel aus 25% ergibt tatsächlich 50%. Ja, und ist das jetzt auch sinnvoll? Und dazu sollten wir uns einmal Folgendes anschauen. Wenn wir beispielsweise einmal die Wurzel aus 9 betrachten, dann wisst ihr, die Wurzel aus 9 ergibt 3 und wir können das auch begründen, indem wir sagen, denn 3 mal 3 ergibt 9. Ja, weil die Wurzel fragt ja, welche Zahl mit sich selbst multipliziert, ergibt das, was hier unter der Wurzel steht und das ist 3. Und wenn wir diesen Gedanken auf unsere Aufgabe anwenden, dann haben wir also die Wurzel aus 25% ist, wie wir jetzt wissen, oder ergibt 50% und wir können schreiben, denn 50% mal 50% ergibt 25%. Und jetzt müssen wir uns noch an eine Sache erinnern. Und zwar, wenn wir hier schreiben 50% mal 50%. Für dieses Mal können wir auch sagen von. Ja, Von-Aufgaben sind immer Malaufgaben. Das heißt, wir können das auch schreiben als 50% von 50%. Und 50%, das wisst ihr ja auch, 50 Hundertstel oder ein Halb, können wir auch schreiben als ein Halb von 1/2. Ja, und wenn wir uns das einmal anschauen, wir haben also beispielsweise so eine Pizza und davon nehmen wir jetzt einmal die Hälfte und von der Hälfte noch einmal die Hälfte, das ergibt dann gerade 1/4. Und 1/4, das sind 25%. Also ihr seht schon, das Ergebnis ist nicht nur richtig, es ist auch sinnvoll. So, eine Aufgabe rechnen wir mal noch gemeinsam, und zwar die Wurzel aus 64%. Und wir wissen jetzt schon, Prozent Hundertstel, also sind das dann Wurzel aus 64 Hundertstel. Dann ziehen wir die Wurzel aus dem Zähler, die Wurzel aus dem Nenner und wir erhalten 8 Zehntel. Wir erweitern wieder mit 10, das sind 80 ein Hundertstel. Und das wiederum sind 80%.
Und eine Aufgabe habe ich für euch noch und ihr könnt mir dann einmal in die Kommentare schreiben, was da herauskommt. Und zwar die Wurzel aus 36%. Alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal.